Dieser Videofilm wurde gedreht, um Ihnen eine Einführung in die Arbeitsweise unseres Hauses zu geben. Wir möchten Ihnen zunächst etwas über die Hirnschädigungen und ihre Folgen sagen und Ihnen die Ziele der Rehabilitation in unserem Hause nennen. Anschließend zeigen wir Ihnen, mit welchen diagnostischen Maßnahmen und Methoden der Rehabilitation wir arbeiten. Einige Zahlen und Daten der Kliniken werden unsere Selbstdarstellung beschließen. Die Kliniken Schmieder-Geilingen und Allensbach sind ein neurologisches Fachkrankenhaus und Rehabilitationszentrum, besonders zur Behandlung von Hirnschädigungsfolgen. Hirnschädigungen können durch Unfälle im Straßenverkehr, im Haushalt und an der Arbeitsstelle entstehen. Sie werden aber auch durch Schlaganfälle, durch Blutungsstörungen, Hirntumoren und Entzündungen hervorgerufen. Da das Gehirn alle körperlichen und geistigen Funktionen steuert, haben Hirnschädigungen, je nach Umfang und Lokalisation, sehr unterschiedliche und häufig schwerwiegende Folgen. Lähmungen, Sprachstörungen, epileptische Anfälle, vegetative Beschwerden, Verlangsamung der Denk- und Reaktionsgeschwindigkeit, Merk- und Konzentrationsstörungen, vorzeitige Ermüdung, sowie Änderungen der Gesamtpersönlichkeit und des Verhaltens in der Umwelt. Diese Schädigungsfolgen bleiben über längere Zeit bestehen, oft auf Lebensdauer. Allgemein kann gesagt werden, dass Hirnschäden die persönliche, soziale und berufliche Situation tiefgreifender verändern als die meisten anderen Krankheiten. Denn wie soll zum Beispiel eine Mutter zurechtkommen, die in der Erziehung ihrer Kinder durch die Einschränkung des Sprachvermögens auf das Empfindlichste behindert ist, weil sie die Sprache ihrer Kinder nur noch schwer versteht und ihre eigenen Worte nur mit Mühe finden kann. Einkaufen. Einkaufsnetz, ne? Wie soll ein rechtzeitig gelähmter Feinmechaniker neue Berufschancen finden? Wie soll eine Studentin ihr Studium trotz einer motorischen Unruhe und den damit verbundenen Konzentrationsstörungen zu Ende führen? Werden diese Schädigungsfolgen nicht behandelt, kann der Weg immer mehr in die Unselbstständigkeit, Abhängigkeit und Resignation führen. Die Rehabilitationsmaßnahmen haben mehrere individuell auf die Schädigung abgestimmte Zielsetzungen. Erstens, Besserung des bestehenden Zustandes in Fällen, wo dies möglich ist, wie bei dieser leichten Parese. Ich fange jetzt hier eine Kugel und Sie versuchen nachher das Gleiche mit der rechten Hand. Zweitens, Erlernen von Ersatzfunktionen, etwa den Gebrauch der linken Hand, wenn eine Besserung der Schädigung nicht erreicht werden kann. Drittens, Schulung und Anleitung der Patienten, damit sie im Alltag mit ihren Problemen, die sich aus ihrer Schädigung ergeben haben, besser zurechtkommen können. Eine gezielte Rehabilitationsbehandlung soll also den Patienten die Wiedereingliederung in Beruf, Familie und Gesellschaft ermöglichen und ihre Selbstständigkeit so weit wie möglich wiederherstellen. Sie haben diese Lähmung seit dem Unfall. Ja. Ja. Jetzt geben Sie mir bitte beide Hände.
Die Grundlage aller therapeutischen Maßnahmen ist die neurologische Untersuchung durch den behandelnden Arzt. Und jetzt versuchen Sie mal, die Hände so in die Höhe zu heben, beide Arme. Ja, danke schön. Er veranlasst alle weiteren diagnostischen Maßnahmen, um Art, Lokalisation, Umfang und Auswirkung des Hirnschadens genau zu ermitteln. Im Vordergrund stehen dabei die Spezialuntersuchungen der Neurologie. So wird mit der Elektroenzephalographie, dem EEG, die Hirnrindenfunktion kontrolliert. Das EEG hat besonders Bedeutung für die Diagnose, Überwachung und Therapie von Anfallsleiden. Mithilfe der Elektromyographie, dem EMG, werden die Muskelaktionsströme gemessen, mit denen bei peripheren Lähmungen Unterbrechungen der Nervenleitungen festgestellt und die Nervenleitgeschwindigkeit ermittelt werden kann. Im neuroradiologischen Bereich hat die Entwicklung modernster Techniken mit der Computertomographie der Diagnostik neue Dimensionen erschlossen. Röntgenstrahlen durchdringen den Kopf und treffen auf der anderen Seite, je nach Dichte des Gewebes, mit unterschiedlicher Stärke auf. Die Stärke wird gemessen. Die erhaltenen Werte werden in einem Rechner verarbeitet, die Rechenwerte in Bildsignale umgesetzt. Auf dem Bildschirm erscheint das getreue Abbild des Gehirns. Ohne Gefahren, Belastung und Schmerzen für den Patienten kann das Gehirn in mehreren Schichten dargestellt werden. Unfallschäden, Gefäßverschlüsse, Hirnblutungen und Hirngeschwülste können im CT erkannt und lokalisiert werden. Besonders hilfreich ist diese Methode für unsere Neurochirurgen, die vor allem Patienten mit Tumorerkrankungen behandeln. Mit der Dopplersonographie lassen sich Gefäßverengungen und Gefäßverschlüsse durch Ultraschall messen. Bei vielen unserer Patienten sind Gefäßerkrankungen die Ursache ihrer Hirnschädigungen. Deswegen stehen unseren Internisten, die für diese Patientengruppe zuständig sind, alle notwendigen Untersuchungsgeräte zur Verfügung. Zum Beispiel kann durch die Ergometrie die Belastungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems festgestellt werden. Für die folgende Aufgabe brauchen Sie alle 9 Klötze. Fangen Sie bitte an, jetzt. Die neuropsychologische Diagnostik erfasst die durch die Hirnschädigung erfolgten psychischen Veränderungen. Dazu gehören Merk- und Konzentrationsstörungen, verminderte Aktivität und Ausdauer, verlangsamte Reaktions- und Denkgeschwindigkeit. Die Resultate dieser Tests bilden eine wichtige Ergänzung der Diagnose und dienen der Planung der Therapie und der Rehabilitation. Wir haben jetzt uns ein Bild von Ihrer Erkrankung gemacht. Die Ergebnisse der verschiedenen Untersuchungen bilden die Bausteine des Gesamtbefundes, nachdem der Arzt den Therapieplan erstellt, die Therapie steuert und die Erfolge kontrolliert. Mit Ihnen passieren soll. Wir werden jetzt gemeinsam den Behandlungsplan besprechen. Es ist schon etwas anderes als in den Akutkrankenhäusern. Wir unterscheiden uns, möchte ich mal kurz zusammenfassen, im Wesentlichen dadurch, dass wir sehr auf Ihre Mitarbeit angewiesen sind und erwarten, dass Sie in den zahlreichen Übungstherapien, die wir ansetzen werden, um Ihre Leistungsfähigkeit wieder zu bessern, mitarbeiten. Zunächst wird die physikalische Therapie im Vordergrund stehen mit Bädern und Massagen und im Rahmen eines Stufenplanes werden dann allmählich die anderen Therapien dazukommen. Massagen und Bäder sind neben der medikamentösen Behandlung, dem Milieu- und Klimawechsel, Teil der Umstimmungstherapie, mit der die Behandlung eingeleitet und unterstützt wird.
Sie dient der Regulierung und Normalisierung der vegetativen Funktionen, die häufig bei Erkrankungen des Nervensystems gestört sind. So sind auch die sportlichen Übungen nicht nur wegen des Trainings motorischer Funktionen wichtig, sondern sie stärken auch Herz und Kreislauf. Das ist eine wichtige Voraussetzung für die Besserung der gestörten Hirnfunktionen. Die Hirndurchblutung wird gefördert, die Mobilisierung von Hirnreserven wird angeregt. Druck nach rechts und hier vor, noch weiter, noch weiter, noch weiter. Stand, Stütz. In der krankengymnastischen Einzeltherapie sollen Lähmungen oder Störungen in der Bewegungskoordination behoben, gebessert oder Kontrakturen verhindert werden. Und jetzt versuchen wir, die Hand aus dieser verkrampften Stellung zu lösen. So. Fehlhaltungen oder falsche Bewegungsmuster müssen korrigiert werden. Dabei wird besonders darauf geachtet, dass die Patienten die Übungen so beherrschen, dass sie sie täglich zu Hause weiter üben können. Das geht jetzt so gut alleine. Nicht zu viel das Becken rumdrehen. Die Schleife machen, eine Schlaufe nach oben legen. Im Selbsthilfetraining lernen Patienten, deren Schädigung kaum oder nur teilweise gebessert werden kann, Alltagstechniken, für die man normalerweise beide Hände braucht, einhändig durchzuführen. Langsam. Und zur Seite festziehen. Prima. Sitzt gut, gell? Ja. Dabei lernen Sie auch Hilfsmittel kennen, die bestimmte Haushaltsarbeiten erleichtern. Solche im Handel erhältlichen Geräte können in der praktischen Anwendung erprobt werden. Es ist ein Ziel der Rehabilitation, die Patienten wieder in den Alltag zu integrieren. Die Patienten sollen lernen, mit ihrer Schädigung zu leben und trotz ihrer Behinderung wieder für sich und ihre Familie zu sorgen. In der Ergotherapie werden vor allem Störungen der Feinmotorik behandelt. Die Maßnahmen reichen vom einfachen Greifen und Loslassen über motorische Schreibübungen bis zum Training komplexer Koordinationsleistungen. Dazu werden vielfältige Werkstoffe und Behandlungsmethoden angeboten. Am Beispiel der Arbeit am Webstuhl lässt sich das Grundprinzip der Behandlung, das Hirntraining, gut erklären. Im Zusammenspiel verschiedener körperlicher und geistiger Funktionen werden unterschiedliche Hirnregionen gleichzeitig angesprochen. Der Patient muss überlegen, sich auf den Arbeitsvorgang konzentrieren, das Material begreifen, Bewegungen planen, koordinieren und ausführen, Absicht und Resultat miteinander vergleichen, sprechen und hören, um bei der Therapeutin Rat einzuholen, Erfahrungen sammeln und korrigieren. Alle diese Vorgänge werden vom Gehirn gesteuert und durch Rückmeldung verarbeitet. Durch dieses Ineinandergreifen verschiedenster Funktionen wird eine Aktivierung des ganzen Hirns erreicht. Besonders ungewohnte Tätigkeiten wirken anregend und aktivierend auf das Gehirn. Patienten ohne motorische Schädigungen können deshalb im Werken und Gestalten ihre Konzentration, Ausdauer und Kreativität üben.
Im Gegensatz dazu werden in der Berufstherapie berufsnahe Aufgaben gestellt, die so genau wie möglich ausgeführt werden sollen. Die Patienten können in den Bereichen Elektrotechnik und Elektronik, technisches Zeichnen, Büro- und Verwaltungsberufe, Metall-, Mechanik- und Holzbearbeitung ihre Leistungsfähigkeit und Belastbarkeit erproben. In den praxisnah ausgestatteten Werkstätten kann festgestellt werden, ob die Patienten für eine Umschulung geeignet sind. Ziel dieser berufshinführenden Maßnahmen ist es aber, die Patienten wieder an die Anforderungen des Berufslebens zu gewöhnen, damit sie den Belastungen der Arbeitswelt gewachsen sind. Dazu gehört die Gewöhnung an Arbeitsdauer, Arbeitslärm, Arbeitstempo und an das Arbeiten in der Gruppe. Nein. Sprachstörungen erschweren ein menschliches Grundbedürfnis, die Kommunikation. Ist der Reißnagel. Bei hirnorganisch bedingten Sprachstörungen, Aphasien, sind Sprachverständnis, Wortfindung, sprachlicher Ausdruck, aber auch Lesen und Schreiben beeinträchtigt. Wo ist U? Schwere Störungen bedürfen zunächst der Einzelbehandlung, weil nur so die Aufgaben individuell auf die Schwierigkeiten der Patienten zugeschnitten werden können. Ist der Fotografius? Ne? Wo ist der? Es sind mehrere da, Frau Jens. Und dann wollten wir sagen, wo sind die Briefmarken? Besonders wichtig sind aber die Kommunikationsübungen in Gruppen. Im Rollenspiel können die Patienten sprachliches Verhalten für alltägliche Situationen üben. Sie werden dadurch gelockert und aktiviert. Ja. Und rot, das ist haben leider nicht mehr. Ist alles ausverkauft. Und Tee? Tee, der kostet 10 Mark. Nein, 8 Mark. 8 Mark, ja. Nein, bei uns kostet 10 Mark. Die Äußerung und Durchsetzung eigener Wünsche und Bedürfnisse sind auch ein wichtiges Ziel des Selbstbehauptungstrainings im Rahmen der psychologischen Behandlung, zu deren Aufgaben es gehört, den Patienten in Gruppen- und Einzelgesprächen bei der psychischen Bewältigung der Schädigungsfolgen zu helfen. Sie vergleichen sich da sehr stark mit früher. Das Akzeptieren der Krankheit durch den Patienten, die Bewältigung der daraus resultierenden Probleme, ist eine der schwierigsten Aufgaben für Patienten und Therapeuten. Ja, sicher vergleiche ich mich mit früher und ich werde auch wieder so wie früher werden. Das dauert höchstens noch ein halbes Jahr, dann bin ich wieder der Alte. Oder meinen Sie nicht? Also Sie erleben das so, dass Ihr Mann langsam ist, dass Sie ihm helfen wollen. Und Ihr Mann erlebt das dann eigentlich so ein bisschen, dass Sie ihm die Dinge aus der Hand nehmen, dass Sie ihn in gewisser Weise nicht für ernst nehmen. Das Einbeziehen von Familienmitgliedern in diese Gespräche soll dazu führen, dass der Angehörige mehr Verständnis für die Auswirkungen der Krankheitsfolgen aufbringt und der Patient sich mit seinen Schwierigkeiten besser verstanden fühlt. Dabei noch als Zusatz, die Zeitzahl, dass wir zwei E's haben, Tee ermöglicht uns ziemlich oft Mehrzahlformen zu legen. Tee ist gut. Tee, ja?
Das systematische Training geistiger Grundfunktionen ist Gegenstand des neuropsychologischen Funktionstrainings. In kleinen Gruppen werden regelmäßig Konzentrations-, Merk- und Denkübungen durchgeführt. Tiere, ja, haben wir auch, reicht uns auch mit den 2E. Die Patienten werden angeleitet, ihre geistige Leistung durch gezielte Übungen zu verbessern und Techniken zur Kompensation von Leistungsschwächen einzuüben. Zur Unterstützung dieser Arbeit wurde in den Kliniken Schmieder ein Merk- und Konzentrationstraining entwickelt, das aus 20 Sendungen besteht. Wir wollen nun üben, uns das zu merken, was wir uns vorgenommen haben, auch wenn wir dabei gestört werden. Versuchen Sie in dieser ersten Aufgabe, sich die Telefonnummer einzuprägen. Die Nummer ist 248793. Ja, danke schön. Also 248793. 2, 4. Sagen Sie mal, die Quatschpfanne da, ich möchte auch mal telefonieren. Wenn Sie da irgendwelche Firmen gehen, sie woanders hin, ja? Sie sind aber höflich. Tut mir leid, jetzt habe ich die Nummer vergessen. Jetzt kann ich nochmal anrufen. In die Reihe 1 schreiben Sie nun bitte die Telefonnummer. Die Patienten üben täglich und dies 4 Wochen lang. Die Sendungen sind so aufgebaut, dass der Patient die vermittelten Merktechniken an anschließenden Aufgaben erproben kann. Es folgt die Auflösung. Vielleicht haben Sie es genauso gemacht wie Merkemann, der sich nicht ablenken ließ, weil er die Nummer ständig wiederholte. 2, 4, 8, 7, 9, 3. 2, 4, 8. 7, 9, 3, 2, 4, 8. Versuchen Sie alle doch einmal, die zweite Aufgabe in dieser Weise zu lösen. In der Gesundheitserziehung werden Patienten durch Filme, Tonbildschauen und Vorträge über eine möglichst gesundheitsfördernde Lebensweise informiert. Aber ich muss diese Gesundungsvorgänge einfach unterstützen. Und dazu gehört eben eine vernünftige Lebensweise, das Erkennen der Situation, und dazu gehört aber auch, dass ich mich tatsächlich aktiv betätige. Ein breit gefächertes Freizeitangebot soll den Patienten Freude bereiten und ihnen Anregungen zur Gestaltung ihrer eigenen Freizeit geben. In unseren Tanzveranstaltungen, auch für Schwerbehinderte, versuchen wir, Kontakt und Selbstvertrauen zu fördern. Sie sind ein wichtiger Bestandteil unseres Freizeitangebotes, das überdies in Bücherlesungen, Literaturdiskussionen, Filmvorführungen, Diaabenden, Schachlehrgängen, Quizspielen und Vorträgen auch als geistiges Training wirksam wird. Dazu dienen auch Ausflüge, Wanderungen und der Besuch von Kulturveranstaltungen. Kam dann der Schlaganfall. Ja. Und vorher hatte ich 6 Wochen Krankengeld von der Firma. Sie haben erstmal 6 Wochen Lohnfortzahlung, ja, vom Arbeitgeber bekommen, ja, und sind jetzt seit Juni 80 sind Sie krankgeschrieben. Ja. Ja. Frau Quadlatsch, dann kriegen Sie jetzt im Moment noch Krankengeld? Die wirtschaftliche Sicherung des Patienten ist eine Aufgabe des Sozialdienstes, der die Sozialanamnese zur beruflichen, wirtschaftlichen und familiären Situation des Patienten erstellt und seine berufliche Wiedereingliederung vorbereitet. Aber darüber unterhalten, was machen Sie beruflich? Glauben Sie, dass Sie Ihre Tätigkeit, die Sie bisher vor der Krankheit gemacht haben, wieder machen können? Was machen Sie denn? Ich bin Fahrerin. Fahrerin? Ja, ja. Was für ein Fahrzeug fahren Sie da? Ich fahre jedes Fahrzeug mit Klasse 3. Mit Führerschein Klasse 3. Ich muss also keine allzu großen Fahrstrecken zurücklegen und das auch nicht mit einem großen Lastkraftwagen. Und möchte unbedingt Ihre Arbeit dort wieder aufnehmen. Sie ist seit 1969 dort, hat allerdings jetzt schon Bedenken wegen der gesundheitlichen Einschränkungen, dass sie das wieder machen kann. Sozialarbeiter, Pflegepersonal, Therapeuten, Psychologen und Ärzte informieren sich gegenseitig auf den regelmäßig stattfindenden Abteilungskonferenzen
über Fortschritte und Schwierigkeiten in der Behandlung der Patienten. Denn das Ineinandergreifen und Zusammenwirken aller Rehabilitationsmaßnahmen ist eine wichtige Voraussetzung der Behandlung Hirngeschädigter. Im Jahre 1986 wurden in den Kliniken Schmieder, Geilingen und Allensbach 4.684 Patienten behandelt. Die wichtigsten Diagnosegruppen waren mit 38% die Gefäßprozesse, mit 26% die Hirntraumen, mit 11% die Hirntumoren und mit 11% die entzündlichen Erkrankungen des Nervensystems. Diese vier Krankheitsgruppen machten 86% aller Einweisungen aus. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug knapp 7 Wochen. In den Kliniken wurden gleichzeitig 620 Patienten behandelt, davon 340 in Geilingen und 280 in Allensbach. Die Patienten wurden von 637 Klinikangestellten betreut, eingeschlossen 132 Teilzeitkräfte. Unter der Gesamtzahl befanden sich 355 Mitarbeiter des Pflegedienstes und des medizinisch-therapeutischen Bereichs und 32 Ärzte. 69% waren männliche Patienten, 31% waren weibliche Patienten. 14% der Patienten waren zwischen 20 und 29 Jahre, 44% waren zwischen 30 und 49 Jahre und 42% waren über 50 Jahre alt. Der Einzugsbereich der Kliniken ist die gesamte Bundesrepublik einschließlich West-Berlin. Rund 2/3 der Patienten kamen aus dem süddeutschen Raum. Die Hauptkostenträger waren 1986 zu 59% die Rentenversicherungen, zu 34% die Krankenkassen und zu 7% die Berufsgenossenschaften. Die Kliniken sind schon seit vielen Jahren ein klassenloses Krankenhaus. Die Unterbringung erfolgt ausschließlich nach medizinischen Gesichtspunkten in Ein- oder Zweibettzimmern. Bei der Gestaltung der Bettenzimmer, Aufenthaltsräume und Speisesäle wurde besonderer Wert auf behagliche Atmosphäre gelegt. Es wurde dabei versucht, einen sterilen Krankenhauscharakter zu vermeiden, ohne dass die Funktionalität darunter leidet. Der Patient soll sich aus dem Krankenhausmilieu lösen und auf den Alltag vorbereiten können. Gerade für den Hirngeschädigten ist es wichtig, dass er in Geborgenheit Kontakte aufnehmen und entwickeln kann. Dazu dienen besonders die Aufenthaltsräume mit ihren Leseecken, Sitzgruppen für Gespräche und Gesellschaftsspiele, Klinikencafés und Parkanlagen. Die Kliniken Geilingen, die von Professor Dr. Schmieder 1950 gegründet wurden, liegen auf einem Hochplateau über dem Hochrhein, südlich von Singen, genau zwischen Schaffhausen und Stein am Rhein. Die Kliniken Allensbach wurden 1974 eröffnet. Sie liegen zwischen Radolfzell und Konstanz am Bodensee. Von den Häusern der Kliniken blickt man über den Untersee auf die Insel Reichenau, die Höri und auf das Schweizer Ufer. Die Kliniken bilden, trotz der räumlich getrennten Lage, eine Einheit. Sie erhielten den Namen Kliniken Schmieder, Geilingen und Allensbach.